So, da sind wir wieder in Splatville und wir gucken sofort in die Nachrichten rein. Es gibt ja jede Menge Neues, es gab jede Menge Updates, es gab jede Menge, ja, aber hören wir erstmal rein. Ja. Wundervoll, dann wollen wir mal überall und nirgendwo. Eieieiei. Blub, 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 blub. Ein Update, ich habe ein Update. Was denn? Was denn? Die neue Season beginnt, die Blütensaison vom 1.3. bis zum 1.6. Natürlich 2023. Ja, und was? Das ist ja wunderschön. Ja, es gibt auch ein paar neue Waffen. Unter anderem einen Tintenwerfer, einen Platscher, Disperser, Feindisperser und ein Zep 89. Noch mehr Waffen. Oh, und Medusa-Klecksroller. Ja. Turbo-Blaster-Deko, Kontrom-Blaster-Deko und auch neue Maps, wobei in Anführungszeichen neu, weil Manta Maria gab es ja auch bei Splatoon 2. Umami-Ruinen. Ui, das ist wirklich was Neues. Da bin ich echt mal gespannt. Und dann gibt es auch was Neues von der Bär GmbH. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Kreatur? Hochinteressant. Anscheinend ist es eine ganz neue Art Obersalmonite. Aha, und ich denke, das ist das erste Originalfoto. Wir wissen ja, gruselige Fotos und gruselige Kreaturen werden immer mit einer ganz schlechten Kamera aufgenommen. Sogar bei Splatoon. Ja, da sind wir mal gespannt. Also das heißt, mal wieder Salmon Run spielen. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Da mache ich mal ein paar separate Videos dazu. Ja, dann gibt es noch was Neues. Ey, der Bahnhof ist endlich fertig gebaut. Stimmt, da war ja immer so eine Absperrung. Und ich glaube, das gibt so ein Zusatz, wo man sich dann kaufen muss. So ähnlich wie die Octo-Expansion bei Splatoon 2. Da kann man dann nach Inkopolis und auch von Inkopolis zu uns. Uiuiui, haha. Na, das wird ja interessant. Ist man dann, wenn man da durchfährt, praktisch in Splatoon 2 und... Aber von Splatoon... Oh, vielleicht die, wo in Splatoon 2 noch sind, können dann rüber zu Splatoon 3 oder was? Auf jeden Fall, da gucken wir jetzt dann gleich mal vorbei. So, die neuen Arenen, die aktuellen Arenen, wenn jetzt dann, wenn wir gleich ins Spiel gehen, wurden gerade vorgestellt. Auf der Schiffswrackinsel ist dann der nächste Salmon Run. Ja, damit wäre alles gesagt. Gutes Splatfest. Das nächste wird hier noch nicht gezeigt oder angekündigt. Das wird nochmal richtig interessant, weil das soll ja am 1. April stattfinden. Mit dem Thema Aliens versus Nessie versus Bigfoot. Da bin ich mal echt gespannt. Ihr könnt ja mal raten, in welchem Team ich dann wohl drin bin. So, es gibt eine ganze Menge Update und Belohnungen und Banner. Die klatsche ich jetzt hier mal schnell durch. Und auch Titel. Ich habe ja schon eine ganze Weile kein Splatoon mehr gespielt. Tja, zu wenig Zeit. Was ich schon ein bisschen doof finde, weil ich müsste mal wieder mehr spielen, mich um die Spiele kümmern. Aber wie gesagt, es gibt auch noch eine ganze Menge andere Dinge, wo man erledigen muss. Und klar, dann ist das natürlich ein bisschen doof, wenn man dann das Spielen vernachlässigen muss. Deswegen habe ich gedacht, hey, jetzt machst du mal ein Splatoon 3 Video wieder. Und wenn wir hier alles durchgekaut haben, gehen wir dann gleich rein in ein paar knackige Runden. So, Kartenpäckchen. Ja, ach, das schneide ich jetzt nicht alles raus. Das werde ich jetzt einfach alles so zeigen und ein bisschen noch palabern. Was man mit diesem Kartenpäckchen so richtig anfangen kann. Verstanden habe ich schon. Das ist irgendwie so ein separates Spiel. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es reizt mich irgendwie gar nicht so. Also das traditionelle Splatoon-Spielen, rumballern und einfärben und so weiter, das ist schon irgendwie noch das, was mir am meisten Spaß macht. Und der Salmon-Run, der macht eben am meisten Spaß wirklich mit Freunden. Ohne Überraschungsbox. Was ist da drin? Tada! Neuer Titel. Perfektes Sushi-Schiffchen. Ja, ein perfektes Sushi-Schiffchen.
Da kann man eigentlich nicht Nein sagen. Heißhungriger Wandspringer. Fulminanter Drummer. Ho. So, dann die Blütensaison ist im Katalog drin. So. Also, der Bahnhof ist fertig. Man kann ganz bequem in Korpolis besuchen. Und da, genau, die Absperrung ist jetzt weg. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Oh, und es gibt noch, die Läden haben dann auch noch mehr Ausrüstung und neue Ausrüstung. Also auch eine tolle Gelegenheit zum Shoppen. Das bedeutet, wenn man diese Erweiterung hat, kann man dann auch von, wenn man jetzt Splatoon 2 spiele, dann auch hierher rü. Das müsste man schon mal ausprobieren. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas geht. Ich glaube, da muss eine Expansion sich zulegen. Ja, mal einsteigen. Ja, diesen Bereich drehen zu können, muss der Erweiterungspass für Splatoon 3 in Korpolis Ruf zur Ordnung erworben und heruntergeladen werden. Weitere Informationen im Nintendo eShop. Ah, okay. Ja, dann ist das so wie die Octo Expansion. Weil bei der Octo Expansion, da war ja dann die Option, dass man dann auch Octoling und nicht nur, oder nicht kein Inkling sein kann, Octoling und natürlich auch extra Spiele. Da werde ich mich mal separat schlau machen und, was heißt separat schlau machen? Aber werde ich mich schlau machen und ein separates Video dazu machen. Da will ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. Wie immer drei knackige Runden. Das ist jetzt, wird auch mal wieder wirklich richtig Zeit, weil der 1. April, der ist gleich. Ich hoffe, es ist kein April-Scherz, ja. So. Und los geht's, weil wir müssen fürs Splatfest trainieren. Soll ich mal den Ton ein bisschen lauter, dass man auch hier mal richtig das Splatoon-Feeling bekommt. So, Runde 1 in diesem Video. 3, 2, 1 und go! Jawohl, und ein bisschen anfeuern. Cool. Die Candy Rocks oder wie die heißen. Spielen auch schon die Musik dazu. Jawohl, es geht los. Und es geht ja ganz schön zügig nach vorne. Das ist ziemlich cool. Diese Waffe, wo ich hier übrigens habe, dieser Doppelplatz, das ist übrigens auch die Waffe vom Imperior. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn das? Ich habe mir mal den Spaß gemacht und wieder ein paar neue Splatoon-Mangas gekauft. Und bam, da sind wir weg. Das war die Kugel von Toxi, wie der die heißt. Toxi, ja, Toxi. Schöner Name. Und der Imperior, der ist schon ziemlich cool. Ja, das ist ein ziemlich cooler Antagonist in den Splatoon-Mangas. Manche sagen, ja, die Mangas, die sind jetzt nicht so der Renner. Das ist eher was fürs Regal oder wenn man. Oh, diesen Ultrastempel. Habe ich schon mal den? Ja, hab einen Ultrastempel. Oder war das der andere, wenn er erwischt hat? Ach, ist auch egal, ist auch wurscht. Was soll ich jetzt sagen? Die sind nur was fürs Regal. Die sind jetzt nicht wirklich ja, storymäßig empfehlenswert anscheinend. So, Toxi ist erledigt. Jetzt kommt der Krabbenpanzer, aber ich glaube, wir werden gleich runtergeschossen vom Krabbenpanzer. Nee, nein, nein, nein. Nein. Ah! Ja. Eng. Ah! Tja, Touché. Aber jetzt müssen wir mal jetzt ernsthaft sein. Splatoon ist ja auch keine tiefe Story, wo man jetzt irgendwie, was weiß ich, literarische oder storymäßige nicht Glanzleistung. Ah, ihr wisst, was ich meine, erwartet. Sondern das ist ja etwas, was hauptsächlich, wo es halt hauptsächlich um Spaß geht und das Goggles, die Hauptfigur in den Splatoon-Mangas, dass der halt ziemlich durchgeknallt ist, das überrascht jetzt auch nicht, weil das ist ja Splatoon und kein Neon Genesis Evangelion oder so. Ja, ich habe jetzt eine Weile überlegen müssen, ob ich überhaupt ernste Mangas kenne, weil die meisten Mangas, wo ich lese oder Animes, wo ich gucke, wenn ich mal welche gucke, sind ja lustige oder Comedy-mäßige. Also One Piece ist eigentlich auch
eine ernste Story oder als ernst gemeint, aber jetzt nicht so ernst, dass man jetzt das Weinen anfängt und depressiv wird, wenn man das liest. Ne? Also es soll ja auch ein bisschen Spaß dabei sein. Und ja, Dragon Ball ist ja auch viel mit lustig, wobei ich muss sagen, der Anfang von Dragon Ball, diese, oh, da hat jemand eine Gasmaske. Oi, ihr wisst, was das bedeutet. Oh, und wir haben den ersten Win und ich habe meine Win-Animation. Wo ist denn die? Hier. Moment, jetzt muss ich sie richtig rüberpacken. Ja, im zweiten Anlauf, im dritten Anlauf. Jetzt klappt's. Jawohl. Warum? Das ist komisch. Immer im dritten Anlauf funktioniert die Animation. Ihr wisst, was das bedeutet. Kein Kipp ohne Gasmaske. Natürlich, die Goggles, die dürfen auch nicht fehlen, aber Gasmaske ist natürlich auch ziemlich cool und die will ich bis zum Splatfest natürlich haben. Ich zeig dann nachher, wie das geht, wenn man so Accessoires haben möchte, die man nicht im Laden kaufen kann. Ich weiß, ihr seid ja alles... Runde 2, jawohl. Ihr seid ja alles alte Splatoon-Hasen, aber vielleicht sind auch die einen oder anderen von euch dabei, wo das jetzt zum ersten Mal sehen und noch nicht so richtig wissen oder vielleicht ein Splatoon-Video gucken, um zu gucken, wie Splatoon funktioniert. Und es gibt ein paar Accessoires, wie unter anderem die Gasmaske, aber auch die Goggles, wo ich anhabe gerade, wo man nicht in einem Laden kaufen kann. Und ja, wie das geht, das zeige ich dann im Laufe des Videos noch. Oh, ich liebe, also Blau ist ja sowieso die beste Farbe, aber das Grün, das passt ja mega toll. Ja, ich bin natürlich mitten rein in die In Street Inferno von Gisabel. Ein schöner Name. Grün, das sieht ja richtig, richtig nice aus. Da sehe ich aus wie Gloves. Oder Gloves. Also Handschuh heißt der. Aus den Splatoon-Mangas. Übrigens auch genauso wie mein allererster Splatoon Ambo, den ich habe. So, nee, der Kampfpanzer, der nützt natürlich im Nahkampf nichts. Ich drücke immer schon automatisch, wenn ich die Ulti aufgeladen habe, die Ulti. Das geht schon automatisch und denke gerade gar nicht drüber nach, ob es überhaupt was bringt. Und es gibt nämlich Ultis, die bringen als Nahkampf. Oh, zwei auf einmal! Und Gisabel und drei, jawoll. Und die bringen aber im Nahkampf überhaupt nichts. So wie der Tintenschock, der wäre zum Beispiel im Nahkampf etwas, während der Krabbenpanzer eher was als Fernwaffe was reißt. Aber das geht irgendwie schon automatisch bei mir. Oh, war das jetzt gerade ein Ultrastempel, der mich da jagen will, aber nicht mit mir. Nicht mit Kip, außer kriegt man den? Nee, das bringt nichts mehr. Aber Gisabel habe ich gerade noch weggesplattet. Das ist übrigens so ein kleiner Geheimtipp von mir, so mache ich das immer. Wenn ich irgendwo reinspringe und mir nicht sicher bin, dann werfe ich immer eine Farbbombe. So wie jetzt gerade. Oder wenn ich merke, okay, ich bin umzingelt, ich habe keine Chance mehr. Und wenn ich noch genug Tinte habe, dann setze ich im letzten Moment noch eine Klecksbombe ab. Also wenn man das natürlich als Sekundärwaffe hat, ne, das ist ja klar. Weil mit ein bisschen Glück erwischt man doch noch jemanden. Und dann kann man sich vielleicht noch rächen, an dem der einen gerade weggesplattet hat. Nachteil ist eben, wenn man irgendwo reinspringt und so eine Klecksbombe abwirft, dann ist natürlich gleich die Tinte fast leer und dann hat man nichts mehr in seiner Munition, also Pistole oder Platscher oder Pinsel oder was auch immer. Oh, da kann man auch eine Abwehr entfernen. Aber das Risiko gehe ich manchmal schon ganz gerne ein, weil, ja, manchmal bringt es was. Wie gesagt, manchmal. Also, bevor man ganz umsonst weggesplattet wird, dann lieber splattert man weg mit Niveau oder mit der Chance, was zu reißen. So, 2, 1 und das war's. Win oder lose? Ich habe jetzt gar nicht aufgepackt. Oh, ich glaube, das sieht nach einem Win aus. Auch noch mit den klassischen Splatoon-Farben. Ey, das ist ja cool. Sehr schön, jawohl. Und da ist der Mandarjean.
hat die Gasmaske. Das bedeutet, ihr wisst, was das bedeutet, ja. Da werden wir Mandrin da nachher gleich mal anhauen und uns eine Gasmaske bestellen. Und ich zeige euch dann, wie das geht. So, natürlich setzen wir fort. Runde 3, alle guten Dinge sind 3. Wir wollen 3 knackige Runden. Obwohl ich mir selber mit Grün ganz gut gefallen habe. Das sieht gut aus. So, hier kann man üben. Die Mitspieler, die erscheinen hier als, ja, als Geister. Noch mit. So, der Krabben. Hey, immer wenn ich den Krabbenpanzer aktiviere im Übungs- oder im Wuchsmodus in der Lobby, dann fängt das Spiel an. Aber so soll es auch sein. Oder nennt sich jemand Soul. Ziemlich cool. Soul. Guter Film von Disney Pixar. So. So, Runde 3. Mit einer schönen Farbe, ja. Und los geht's. Ja, schön vor, jawohl, 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 das geht zügig. Auch die Waffe, wenn man eine Pistole hat, immer schön hochhalten beim Einfärben, dann hat man eine gute Reichweite mit der Farbe. So, ah, toll. Wir rennen natürlich direkt rein in den Airbrush MG. So, mal den Turm hier und den ein bisschen auch noch befärben. Ganz einfach, schaffen wir jetzt nicht. Wir wollen keine Zeit verschwenden, wir wollen ja zügig vor und ja, das Revier absichern. Oh, da ist jemand, disconnected, da war gerade eine gelbe Wolke. Au, jetzt geht's aber hier rund. Ja, ich habe mir schon gedacht, da ist jemand disconnected und jetzt sind die Spieler draußen und es, ja. Niederlage. Ja, toll, schön. Alle guten Dinge sind 3, heißt's ja. Runde 3 rausgeflogen. Wir beenden mal. Genau, und dann will ich gleich mal gucken, ob ich eine Gasmaske bestellen kann. Dann zeige ich euch das. Dazu müssen wir raus. So, wenn man was bestellen will, ein Accessoire, wo es im Laden nicht gibt, dann muss man, also wenn man da draußen auf dem Platz ist, dann sind da immer die Spieler, mit denen man gerade gespielt hat. Und jetzt suchen wir, wie hieß die nochmal, Mikuri, also man sieht es an der, weil die haben auch immer dann das Accessoire oder das Outfit an, was sie gerade im Spiel anhatten. Und ich suche, und die Gasmaske ist aber sehr auffällig, aber ich sehe hier niemanden mit Gasmaske. Da ist Player. Ah, weil sie vielleicht in der Runde, wo wir jetzt disconnected sind, gar nicht mal dabei war. Dann sind das immer die, wo in der letzten Runde. Die sind dann immer direkt vom Eingang zur Lobby. Ah, okay. Gut, ich glaube, man kann von jedem. Weil überall hier. Also nicht nur vom Vorplatz, sondern überall hier auf dem Gelände. Das sind ja alles echte Spieler. Das sieht man ja auch an den Schildern, wo die da immer hochhalten, wo man da diese Botschaften sehen kann. Und die könnte man ja theoretisch alle irgendwie anquatschen und was bestellen. Jetzt wäre die Möglichkeit, hier mal alles zu durchsuchen, ob wir hier irgendwo jemanden finden mit Gasmaske. Oder, ja, oder wir spielen nochmal. Ich muss die dritte Runde noch spielen. Also das will ich noch unbedingt machen. Und dann können wir es nachher nochmal versuchen. Oder ist da oben? Sind da oben noch irgendwelche Spieler? Nee. Nee, das ist nicht, gell? Nee. Da kann man dieses Kartenspiel spielen und, glaube ich, auch Snacks holen. Wo dann diese Effekte haben. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Spiel rein.
So, das war eine kurze Unterbrechung. Ich werde die Waffe nochmal wechseln, die Airbrush. Werde ich jetzt nehmen für die nächste. Für die nächsten Runden. Oder Runde. Ich weiß noch nicht, ob ich eine spiele oder mehrere. Aber wir haben neue Emotes, sehe ich gerade. Die mit dem Ausrufungszeichen, wo man das sehen kann. Das sind immer die Sachen, wo da neu gekommen sind. Oh, gern geschehen, wenn er sich so verbeugt. Ja, das nehmen wir mal. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Meine Lieblingspose, da so so über den Schulterblick guck, ist noch nicht dabei. Ich habe mich da mal schlau gemacht. Die kann man sich verdienen mit, oh, was? Revierdecks? Kann ich den Revierdecks spielen? Aber nur mit Freunden geht es. Ah, okay. Ist das neu oder war das schon immer jetzt da? Ah, okay, ja. Und dann bei Anarchiekampf gibt es Herrschaft. Ja, gut. Was soll ich jetzt sagen? Dann wird immer irgendwie was Neues freigeschaltet. Und das ist dann im Katalog dann auch zu sehen. Und in dem Katalog kann man dann auch sehen, ab welcher Stufe und ab welchem ja, Errungenschaft und Update und weiß der Kuckuck was, was dann da freigeschaltet wird. Und ich sehe gerade die Dummies hier, die sind gelb. Das ist, glaube ich, auch... Ist das neu, dass dann die immer in einer anderen Farbe sind? Weil die waren doch nicht immer gelb. Jetzt wollte ich den Splatbook aktivieren, um zu gucken, ob da auch gelbe Farbe kommt. Ja klar, es muss ja immer eine andere Farbe sein, wie die, wo man gerade selber hat. Diese Dummies, die waren doch immer gleich, oder? Oder täusche ich mich jetzt da? War das schon immer so bei Splatoon 3? Naja, egal. Gehen wir jetzt in die dritte Runde. Naja, gut, eigentlich die vierte Runde. Die dritte Runde war ja disconnected. Hoffen wir, dass wir hier jetzt drin bleiben können. Und diesmal mit der Airbrush MG. Das ist meine persönliche Lieblingswaffe, was jetzt das Einfärben angeht. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist, die gefällt mir recht gut. So, und die Ulti. Jawohl, Mata wurde erledigt, aber wir wurden jetzt auch erledigt. Was wollte ich jetzt sagen? Den High Hammer. Den High Hammer. Ich will immer Hammer High sagen, aber der High Hammer ist die Ulti. Wenn wir die MG, wenn wir die Airbrush MG haben. Das war ja bei Splatoon 2 der Tintenshop. Der hat mir als Ulti eigentlich fast schon besser gefallen. Aber der High Hammer, der hat halt auch was, ne? So auf so einem High zu reiten und dann nur eine Farbexplosion zu bringen, das ist schon was. So, die Ulti ist wieder aktiviert, aber diesmal scharf, aber aktivieren tun wir sie erst, wenn sie sich auch wirklich rentiert, weil hier ist jetzt alles eingewirkt, hier sind auch keine Gegner. Und das bringt ja nur was, wenn man auch Gegner hat oder wenn man auch was damit einfärben kann. Gehen wir mal darüber. Auf diesen Gittern kann man übrigens nicht schwimmen, ja, wenn ich da jetzt einen Squid mache. Ah, toll! Dann wollte ich gerade sagen, dann falle ich durchs Gitter durch. Glitsch ich durchs Gitter durch. Das ist das, was ich so liebe, wenn man eine Ulti hat und dann erstmal weggesplattet wird, bevor man die Ulti aktivieren konnte. So. So, erledigt, erledigt. Zack, zack. Toll. Martha hat um sich geschlagen mit dem Quasto. Aber es sieht noch gut aus. Jetzt liegt es daran, den Vorsprung auch zu halten. Weil ich habe schon oft erlebt, dass man einen mega Vorsprung hatte und plötzlich hat sich das Blatt so schnell gewendet und dann hat er dann trotzdem verloren. Bisher haben wir jeden Kampf gewonnen. Jetzt den letzten, den Disconnected, der zählt jetzt nicht. Also der ist ja jetzt nicht, der kann ja nicht zu Ende geführt werden. Deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, ob er da gewonnen hätte. Aber bisher zwei Runden gewonnen. Ob es mit der dritten auch so klappt? Ja, dann wird es gleich sehen. Die letzte Minute läuft. So, hier habe ich mal den Hammerhai. Hai-Hammer. Oh, da will es jemand wissen. Da will es jemand wissen. Aber ja, wir wollten es auch wissen. Chiara war ein bisschen flinker. Oh, die Orangenen holen sich so langsam wieder ihren Vorsprung, Vorsprung raus. Das heißt jetzt einfärben, was das Zeug hält, um das Revier zu halten. So, wirklich bis zur letzten Sekunde. So, das war's. Ich glaube, das haben wir uns geholt. Mal gleich mal sehen.
Oh nein, die neue Pose, der neue Emote. Gluck, gluck, gluck. Jawohl, aber ganz eindeutig. Halt, ich will die Posen zeigen. Cool. Jawohl. Ja, das war jetzt eigentlich 3 Runden. Alle 3 gewonnen. Ah, es reizt mich eigentlich schon fast noch eine Runde beenden, oder? Ach komm. Noch eine Runde. Da spielt jemand mit, wo sich Kobalt nennt. Das ist auch interessant. Oh, jetzt geht's aber fix. Fix schon in die nächste Runde. Jawohl, so, genau so muss es sein. Und Kobalt ist in unserem Team. Kobaltblau. Aber wir haben nicht Kobaltblau. Wir haben, was ist das von der Farbe? Brombeerrot. Und das ist Pfefferminzgrün. Ja, schön. Und let's go. Es gab ja, wer hat denn das gesagt? Irgendein Splatoon-Tuber hat es gesagt, dass es ganz toll wäre, wenn man sich die Farben selbst aussuchen könnte. Und man könnte es doch so programmieren, dass dann doch, ne, weil es müssen ja immer gegensätzliche Farben sein. Und man könnte es so programmieren, dass man eben selber die Farbe sieht, wo man einfärbt, wo man gerne hätte. Ja, das wäre jetzt ein bisschen, also das klingt schon irgendwo cool, wenn ich sagen könnte, ey, ich will halt immer blau haben oder ich will immer gelb haben, weil dann mein Inkling dann halt auch gut aussieht, weil, wie gesagt, man hat dann immer die Haarfarbe von der Farbe, wo man gerade splattet. Oh, Chiara ist auch wieder dabei. Aber, ich bin ganz ehrlich, mir würde es nicht gefallen. Und zwar, weil das Beste, was mir recht gut gefällt bei Splatoon, ist eben auch die Überraschung. Also, dass man es nicht in der Hand hat. Dann ist es nicht immer gleich, weil, wenn es dann immer gleich ist, oder wenn man sagt so, ah, ich will immer die Farbe spielen, ja, und dann die und die und die, und jeder sieht aber die Farben, wo er halt selber gerne spielen möchte. Und wenn man dann die Spielaufnahme macht und man hat vielleicht zusammen mit jemandem gespielt, dann ist das irgendwie, ja, also ein bisschen Überraschung soll und ein bisschen Zufall soll so in so einem Spiel doch drin sein, weil es ist eben, was ist denn jetzt das? Die vielen Pfeile, hä? Okay, das sind diese komischen. Ja. Keine Ahnung, was es sind. Und es hat uns auch noch ein Krabbenpanzer erledigt. Übrigens, eine coole Ulti-Waffe. Der Krabbenpanzer gefällt mir richtig gut, dass man auf so Sachen jetzt, auf so Fahrzeugen sitzen kann und rumplatten kann. Das gefällt mir richtig gut. Leider sind die Ulti-Waffen eben nur sehr, sehr kurz zum Einsatz. Das ist ein bisschen schade. So, die letzte Minute läuft. Natürlich weggesplattet. Schaffen wir die 1000 noch? Ich hoffe mal. Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Zügig. Das sind schon wieder diese ganzen Pfeile. Was bedeutet das? Was ist denn das? Muss ich mal schlau machen, was das bedeutet, was das ist. Das sind so Hotspots, wo man festsetzen kann. So wie diese Tintensprinkler, oder? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr wisst. Aber für... Ja, toll. Ich wollte jetzt gerade meinen Krabbenpanzer, meinen Haihammer aktivieren. So, letzte 2-1 und Ende. Und wir gucken uns das Endergebnis an. Na, gluck, gluck, gluck. Jawohl! Halt, falsches Emote. Wieder ein Sieg. Bisher jedes Spiel gewonnen. Wann hatten wir... Dieser Move da von Martha, ganz links, den hätte ich noch gerne. Wann haben wir das letzte Mal gehabt, dass wir in einem Video alle Spiele gewinnen? Das ist ja mal cool. Das ist ja mal richtig, richtig cool. Also das gefällt mir. Es ist richtig gut gelaufen. Ja, es können welche sagen, da waren die Gegner vielleicht ein bisschen schwächer. Nee. Also wir sind schon oft ausgetauscht worden. Also ich habe auch mit Leuten dann zusammengespielt, wo dann im Gegnerteam waren.
Von dem her, wir waren heute richtig gut. Also mit wir meine ich jetzt nicht nur mich, Kipp, sondern ein Team ist immer nur, man ist immer noch genauso gut wie auch sein Team. Also wir hatten ja schon oft erlebt, dass ich alles gefärbt habe und gesplättet habe und gekillt habe. Und das Team hat trotzdem verloren, weil es müssen natürlich auch die anderen gut Leistung abliefern. So, jetzt suchen wir den Inkling, oder ist es ein Octoling mit der Gasmaske? Wo bist du? Da ist er ja! Oder? Ja, Stellan! Das ist aber nicht, das war ja jemand anders. So, da kann man das anklicken, genau, und dann auf Bestellen klicken. Und mit Sid müssen wir uns dann morgen treffen und dann können wir uns da die Gasmaske abholen. Und es wird wahrscheinlich im Titel stehen, der Beginn der Gasmaskenstaffel. Übrigens ein cooler Spruch, Nessie is a big-footed alien. Ey, da sind ja gerade ein paar ganz tolle Sachen in einem Bild drin. Also das muss ich als Screenshot jetzt festgehalten und das ist auf Twitter. Das habe ich jetzt getwittert, ja. Das ist der Spruch, der ist richtig gut. Seht ihr, Stellan ist nicht nur eine coole Inkling. Das war doch ein Mädel, oder? Also egal. Sondern wir haben hier eine Gasmaske bekommen und hat auch noch einen tollen Spruch. So, das war's für heute. Ich wünsche euch was. Die Gasmaskenstaffel hat begonnen und wir sehen uns bald wieder. Dann mit Gasmaske. Dann zeige ich euch, wie ich die Gasmaske abhole. Bis dann. Keep Supernova over and out.